Hey ho, es geht weiter mit Let's Play Lufia. Ich habe seit dem letzten Part unsere liebe Tia ein bisschen gelevelt. Sie ist jetzt auf Level 12 und ist auch ein bisschen stärker geworden, muss ich sagen. Sie ist vor allem auch, das können wir uns mal kurz angucken, sie ist schneller als Maxim. Also sie hat eine Beweglichkeit von 58, Maxim hat nur 46. Das bedeutet, im Kampf ist sie auch diejenige, die zuerst angreift. Sie hat inzwischen noch ein paar mehr Magiepunkte, ihre Zauber sind ganz okay und ich habe ihr auch noch eine bessere Ausrüstung gekauft, sodass sie zumindest ein bisschen Angriffswert jetzt auch hat. Ist auf jeden Fall alles sehr viel angenehmer jetzt. Unser kleiner Fumi hat natürlich auch schön aufgelevelt nebenbei. Ich habe ihn auch zwischendurch ein bisschen füttern können. Ihr seht seinen Meta-Wert, der ist jetzt ungefähr bei zwei Drittel oder so. Bin sehr gespannt, was passiert, wenn er voll ist. Wahrscheinlich wird sich unser cooles Pokémon Kapselmonster entwickeln. So, wir sind hier immer noch in Lunaria und haben ja von dieser Krönungszeremonie gehört. Von daher werden wir da jetzt einfach mal im Schloss vorbeischauen. Schloss Lunaria. Hi! Bis zum Ende der Zeremonie beschützen wir sie mit unserem Leben. Danach nicht mehr, oder was? Willkommen auf Schloss Lunaria. Zurzeit kann die Königskrone im Thronsaal besichtigt werden. Yay, Krone angucken! Wir können zwar die Zeremonie nicht sehen, dafür aber die einzigartige Krone des Prinzen. Und ihr wisst ja, ich liebe Schlösser in RPGs. Ich werde mich verlaufen. Ich warne euch schon mal vor. Bald werden Gäste von nah und fern in unser Königreich strömen. Aha. Die Krone des Prinzen ist ein wahres Kleinod. Fangen wir mal hier an. Hoffentlich gibt es hier nicht so viele Wege. Hi! Mein Bruder empfängt heute die Krone. Hoffentlich ohne Zwischenfälle. Es wäre keine RPG, wenn es ohne Zwischenfälle gehen würde. Auch ich werde alles dafür tun, dass die Zeremonie gut über die Bühne geht. Ja! Das hoffen wir doch alle. Schon wieder tausend Wege. Hinter dieser Tür befindet sich der Thronsaal. Wirf ruhig einen Blick hinein. Okay. Hi, Thronsaal. Eure Majestät! Oh nein, wurde die Krone geklaut? Nein, wurde sie nicht, da liegt sie. Gut. Die Krone! Was ist das? Ich habe gerade erfahren, dass dies eine Imitation ist. Das darf nicht wahr sein. Wie sie glitzert, sie muss einfach echt sein. Sie wurde von den besten Wächtern bewacht. Niemand kann Kronen vertauschen. Was ist denn hier los? Ein Experte wird die Krone umgehend untersuchen. Gut, behalt euch! Jawohl, Majestät. Und wenn dieser Experte ein Betrüger ist? Sofort stehen bleiben! Ich kenne euch nicht. Was habt ihr hier zu suchen? Hat es euch die Sprache verschlagen? Euch fällt ja nicht mal ein lustiger Witz ein. Sie haben die Krone weggeworfen. Oh nein! Es ist Team Rocket! Oder so. Was zum? Hallo, ich bin Berti, der König der Diebe. Okay. Und ich bin Boris, sein Lehrling. Seid gegrüßt. Was? Wer seid ihr? Nicht bewegen. Na Freunde, seht ihr diese nette kleine Bombe? Auf was warten wir, Boris? Auf ins Getümmel. Logo, Berti. Oh Mann. Zeigt's ihnen. Aber... Aufgepasst, Leute. Jetzt kommt der Super-Watz. Jetzt geht's los. 3, 2, 1, Watz! Was passiert dir, Boris? Ups, es sollte... Ich hab keine Ahnung, Berti. Was machst du da, Boris? Oh, wow. Die sind schlimmer als Team Rocket. Unglaublich. Ach ja. Welch gefährliche Diebesbande. Warum hält sie niemand auf? Das wäre gerade die Gelegenheit. Ich habe heute meinen großzügigen Tag. Ich lasse euch ausnahmsweise laufen. Oh je, mir ist so ganz schwindelig und ich höre schlecht. Lass uns lieber verschwinden. Oh wow, hat er gerade wirklich die Krone mitgenommen?
Das ist ja auch unglaublich! Tut doch etwas! Niemand darf davon erfahren! Sehr wohl, Majestät. Tja, ich habe leider alles gesehen. Oh Mann. Ich hole dir deine Krone zurück, König. Die Krone ist gestohlen. Oh Gott, mir schwinden die Sinne. Die Ehre unseres geliebten Königreichs steht auf dem Spiel. Die Krone wurde vor meinen Augen gestohlen. Ich konnte nichts dagegen tun. Ja, weil du die ganze Zeit da rumgestanden bist, dich nicht bewegt hast. Die Explosion muss ihn mit voller Wucht getroffen haben. Vermaledeit! Nun kann die Zeremonie nicht stattfinden. Welch ein Unglück! Zeit, den Tag zu retten. Bertie und Boris, diese Fieslinge haben mich in das Licht geführt. Was meinst du damit? Kennst du sie? Natürlich! Die beiden waren für die Reinigung der Toiletten im Schloss verantwortlich. Oh mein Gott. Die Putzmänner sind die Bösewichte! Ich möchte noch zu dieser Treppe da rechts irgendwie hin. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Gab es hier nicht noch rechts einen Weg? Hallo, Prinzessin! Die Krone ist ein Vermögen wert. Das macht sie bei Gaunern so beliebt. Was die Krone so wertvoll macht, ist nicht ihr Preis. Es ist ihr Besitzer, mein Bruder. Aha. Die Diebe wollen sie trotzdem die Krone haben. Und sie verkaufen wahrscheinlich. Bist du in Ordnung? Sieht nicht... Oh, wow. Zwei Typen. Plötzlich. Die Bombe. Hat jemand eine Bombe nach dir geworfen? Noch einmal steht er wieder auf. Nein, die Bombe ging hoch, bevor sie werfen konnten. Blätter streiften mich. Ich war kurz ohnmächtig. Doch wie konnten sie diese Explosion nur überleben? Oh, yay. Wenn das mal kein Dungeon ist. Als das Parterre der Burg nicht mehr genutzt wurde, erschienen die Dämonen dort. Na toll. Verstehe. Sind dir dennoch zwei Leute hier aufgefallen? Nun, ich glaube, ich habe ein wenig geschlafen, aber ja, ich glaube, ich habe etwas gehört. Die Wachen in diesem Schloss sind echt unglaublich. Im negativen Sinne unglaublich. So, wollen wir erstmal die ganzen Wände checken und... Haben wir Bomben? Nein, oder? Bomben, 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 Bomben. Nee. Hatten wir auch nur Pfeile bis jetzt? Vielleicht kriegen wir ja noch Bomben. Und das... Der Schmerzwurm. Ich glaube, den Schmerzwurm hatten wir auch draußen schon gesehen. Beim letzten Mal. Ich bin gerade einfach unsicher, weil ich habe beim Level natürlich auch noch ein paar neue Feinde draußen getroffen. Weiß auch nicht mehr, welche wir jetzt schon im Video hatten und welche nicht. Aber ich glaube, die Schmerzwürmer kennen wir schon. Die sind eigentlich relativ harmlos, muss ich sagen. Und ihr seht schon, Tia macht endlich Schaden. Zwar nicht super, super viel, aber viel mehr als vorher. Und ach, Fumi ist sowieso der King. Fumi unterhält. Oh, Tia hat ein Level Up. Sehr schön. Dann macht sie jetzt hoffentlich noch ein bisschen mehr Schaden. Statuen. Gehen wir erstmal weiter, wenn es geht. Es geht, okay. Ein Topf. Ein Pferd. Ein Überraschungsangriff. Oh mein Gott. Tja, die machen ja kaum Schaden. So, ich glaube, Tia bekommt den Adlerblatt inzwischen und wir kümmern uns um das Knallpferd. Naja, Tia, das müssen wir noch üben. Ich glaube, sie hat es einmal geschafft, einen Adler zu one-hitten. Ein einziges Mal. Das ist schon eine reife Leistung. Ich meine, diese Adler sind ganz schön brutal. Oh nein, die Tür ist verschlossen. Oh nein, da ist ein Schalter und ein Topf. Was soll ich nur tun? Magic. So. Da sind komische Steine. Hier. Aha, aha, aha. Der Gang breiter geworden. Wow. Okay, dann schieben wir den erstmal nach unten und den hier drauf. Und ich denke mal, dann können wir den Stein da unten auf den Schalter schieben. Das war jetzt auch total schwer. Yay! Rätsel gelöst. Auf in den nächsten Raum. Hallo, noch ein Knallpferd. Sogar nur eins. Wow. Ein kritischer Treffer von Tier. Sehr unglaublich. Ich glaube, diesmal sind wir gut gelevelt in diesem Dungeon. Da gibt es hoffentlich keine bösen Überraschungen. Hallo, Schild.
6 Schritte musst du gehen, um die Bombe explodieren zu lassen. Kisten, Säulen und rissige Wände werden sie hochgehen. Auch kannst du 6-mal schlagen, um sie hochzujagen. Um sie einzusetzen, musst du im Ringmenü auf das Bombenzeichen setzen. Okay! Ha, jetzt haben wir Bomben! Yay! Ringmenü. Bombe auswählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ob sie mir Schaden macht, wenn sie auf mir drauf explodiert? Gucken wir mal. 119 KP. Immer noch 119 KP. Okay, sie macht mir keinen Schaden, wenn sie auf mich drauf explodiert. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann können wir ganz unbesorgt hier rumsprengen. Geht es nicht auf Säulen? Ist sie auch kaputt? Geht kaputt. Hey, siehst du doch, sie macht Säulen kaputt. Puh. Na gut, aber ich meine, hier ist ja wohl mal offensichtlich. Yay. Geheimgang. 1000 Wege. Hey, Froschis. Hi, Knallpferd. Knallpferd mit Adlern. Auch gut. Los, Tier, mach die Adler platt. Naja, das üben wir noch, Mädchen. Fumi-Schlag. Aha. Fumi ist immer noch stärker als Tier. Es ist irgendwie... Ach ja, was soll man dazu sagen, ne? Was soll man dazu sagen? Fumi ist stärker als Tier. Dafür kann Tier ja zaubern, das kann Fumi nicht. Und Tiers Hellzauber sind auch richtig, richtig gut inzwischen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Die sind eindeutig zu viele Wege. Aha. Aha. Hier müssen wir auf jeden Fall irgendwas draufstellen. Ich glaube, da rechts ist ein Topf. Hallo, Frosch. Du wirst mir schon irgendwann noch über den Weg laufen. Ha! Oh, eine Froschi-Armee. Du! Könnten eigentlich mal Tias Feuerzauber zeigen? Auf alle. Mal gucken, wie viel Schaden der macht. Wenn wir jetzt auf 4 Feinde gehen, natürlich nicht so viel wie auf einem Einzelnen, aber... Oh! Ihre Zauber sind doch ganz brauchbar. Und wir haben einen Degen gefunden. Wahrscheinlich ist der eh total schwach, aber wir gucken trotzdem mal nach. Degen! Ja. Degen! Ja. Okay, so viel dazu. Hier ist ein Topf. Okay, dann stellen wir den mal auf den Schalter. Ich habe mir zwar die anderen Gegenden hier noch nicht angeguckt, aber das ist doch schon mal ein guter Anfang. Jetzt haben wir hier rechts einen Weg. Okay. Dann gehen wir am besten den Weg zuerst mal lang, oder? Ist hier rechts noch was? Na, wir gehen jetzt hier lang. Da rechts eine Kiste, hier ist eine Treppe. Dann will ich natürlich zuerst zu der Kiste. Los, Tia, nochmal Feuerzauber. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob diese Schmerzwürmer jetzt irgendwie anfällig sind gegen Feuer oder gegen Wasser oder generell gegen Zauber oder generell nicht gegen Zauber und ach, egal. Wir töten sie einfach. Mit irgendwelchen Mitteln. Mit welchen ist mir auch egal. Und ich frage mich, wie diese beiden Diebes... Ich hätte fast Idioten gesagt. Dieses Diebes-Duo es hier durchgeschafft hat. An diesen ganzen Feinden vorbei. Naja, wahrscheinlich einfach mit 10.000 Bomben und sie selbst sind es gewohnt, in die Luft zu fliegen. Deswegen macht ihnen das nichts aus. Bei Maxim macht es ja auch nichts aus, sich selbst zu sprengen. Von daher... Da ist noch eine Kiste, wo wir nicht rüberkommen. Oder können wir uns da so rübersprengen, so piu? Nein, können wir nicht. Das sieht echt nach einem Enterhaken aus. Also wenn das ein Zelda-Spiel wäre, würde ich sagen, wir brauchen den Enterhaken. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch einen. Oder sowas ähnliches halt. Oder ein Lasso, oder eine Peitsche, ein Seil. Irgendwas, um eben darüber zu kommen. Ach, Fumi, du bist so ein King, das ist unglaublich. Ich glaube, später bekommt man auch noch andere Kapselmonster, aber ich liebe Fumi so sehr, ich glaube, ich werde ihn für immer und ewig im Team behalten. Er ist so toll. Er ist so stark. Stirnband gefunden. Vielleicht kann Tia das anziehen. Tia hat schon ein Stirnband. Cool. Vielleicht will Fumi es futtern.
Nein, Fubi mit der Lederweste. Oh, wir haben eine Lederweste. Es blinkt nämlich. Wenn es blinkt, dann haben wir es. Und wenn wir es haben, dann darf Fumi es natürlich essen. Bitte schön, Fumi. Feuerball. Das habe ich leider nicht. Hab ich auch nirgends gesehen. Den Eisball, den er ständig haben möchte, habe ich auch noch nirgends gesehen. Naja. Machen wir noch den Froschi hier platt. Und die Moskitos. So, Tia kann ja wieder zaubern. Tschu! Inzwischen hat sie ja genug Magiepunkte, dass man auch mal zwischendurch ein bisschen zaubern kann und nicht alles nur für die Heilzauber aufheben muss. Das ist eigentlich ganz praktisch jetzt. Haha, und Fumi killt das Moskito. Und wir erhalten wieder ein nutzloses Waschbrett. Yay! Wobei, vielleicht will Fumi es essen. Will Fumi Waschbrett essen? Nein. Schade. Naja, wie auch immer, ich würde sagen, das war's erstmal für diesen Part. Beim nächsten Mal werden wir dann die Treppe hier lang gehen und gucken, ob wir dieses Diebesduo aufspüren können. Also dann, ciao, ciao!